was sind eigentlich richtig gute Ziele? Früher hat man immer gesagt, es müssen smarte Ziele sein, also spezifisch, messbar, aktivierend, realistisch, terminiert. Ich bin da unterdessen ein bisschen weiter und sage, nein, Menschen suchen nicht nach Zielerreichung, Menschen suchen nach einem erfüllten Leben. Und dieses erfüllte Leben, das lässt sich direkt aus der Heldenreise ableiten. Denn wenn wir uns große Filme anschauen, Filme, die uns unter die Haut gehen, die für Resonanz sorgen, dann sind es am Ende des Tages nicht Ziele, die erreicht worden sind, sondern Fülle im Leben, die erreicht worden ist. Herzlich willkommen zum Podcast für mehr Erfolg im Business. Ich freue mich sehr, heute einen wunderbaren Experten, gleichzeitig einen tollen Kollegen und Freund heute zu Gast zu haben. Für die, die schauen können, die sehen es schon, wer es ist. Für die, die jetzt im Podcast auf der Audiospur sind, denen sage ich es jetzt. Herzlich willkommen, lieber Christian Galbis. Ja, vielen Dank, Andreas, dass ich hier sein darf. Guten Morgen. Christian ist in Köln, vermute ich, heute Morgen, ich in Düsseldorf. Das hat nichts zu tun mit unserer wunderbaren Sympathie, die uns trägt. Christian ist Redner, Moderator und Coach. Wer mehr über Christian Galbis erfahren will, schaut sich am besten später mal die Webseite an oder geht mal zu Wikipedia. Da steht eine ganze Menge. Er ist Buchautor, das ist vollkommen klar. Und die Schreibweise ist besonders. Und wenn sich dann jemand mit Christian beschäftigt, dann kommt dabei raus, deutsche Mutter, chilenischer Vater. Christian ist 1969 geboren, hat einige Jahre in den USA gelebt, früher als Zauberkünstler, habe ich gesehen, oder von der Zauberei gelebt, Impro-Theater, tolle fundierte Ausbildung. Er ist im Fernsehen rauf und runter gelaufen. Und ich freue mich sehr, lieber Christian, dass du heute als Experte bei uns im Podcast bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe bei der Vorbereitung, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, trotzdem noch mal geguckt, was ich so an Peaks gefunden habe. Und ich sehe zum Beispiel in deinem WhatsApp-Profil dein Foto mit Barack Obama. Ich weiß nicht, du hast ja in der Lanxess Arena ihn mal moderieren dürfen. Kannst ja vielleicht im Laufe des Gesprächs mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Zunächst mal würden wir gerne wissen wollen, wie werde ich Redner oder Moderator oder Coach? Ist das was, was in die Wiege gelegt gehört? Oder ist das, wie in deinem Fall, möglicherweise irgendwie durch das Machen, durch das Tun entstanden? Tatsächlich ist das über ein Hobby entstanden. Ich habe als Kind mit der Zauberei angefangen, du hast es eben erwähnt. Ich war dann sehr früh sehr erfolgreich damit, durfte in Berlin im Theater des Westens auftreten, in einer großen Produktion. Und habe dann bereits mit 15 Jahren für verschiedene Agenturen gearbeitet als Zauberer. Und ich habe dann später für mich die Sprechzauberei entdeckt. Und Zauberei ist nichts anderes als angewandte Psychologie. Und so haben mich immer diese psychologischen Zusammenhänge wahnsinnig interessiert. Habe dann später Wirtschaftspsychologie studiert und das gesprochene Wort zu meiner Profession gemacht. Interessant. Und dann ist irgendwann wahrscheinlich mal so eine Frage gekommen, kannst du einen Vortrag halten? Und du bist ja auch zu einem großen Teil Redner. Wie war das? Kannst du dich erinnern, wie der erste Auftrag kam und wie das da passiert ist? Ja, tatsächlich war es so, dass ich wahnsinnig viel moderiert habe. Ich habe im Jahr ungefähr 150 Tage Corporate Events gemacht für alle großen Brands. Fachmagazin nannte mich mal die männliche Universalwaffe an der Eventfront, weil ich, glaube ich, schon damals ganz gut verstanden habe, wie man innerhalb der Unternehmenswelten gut kommuniziert. Und deshalb war ich so eine Art Corporate Presenter, ganz viel für internationale Brands gearbeitet, auch international unterwegs gewesen. Und da sah ich immer diese Speaker rein und rausgehen, ja, die eine Stunde Vortrag gemacht haben mit ihren Themen, sehr viel mehr Geld bekommen als ich damals. Und da dachte ich, Mensch, ich muss meine eigenen Themen auf die Bühne bringen, das will ich auch machen. Als Moderator hat man sehr viel mehr Aufwand in der Vorbereitung, in der Nachbereitung. Und ich fand das großartig, das hat mich angesprungen. Und so habe ich mein erstes Buch geschrieben damals, Du bist, was du zeigst, Erfolg durch Selbstinszenierung. Und daraus entstanden dann die ersten Vorträge. 2007 erschienen, ne? Ja, 2007 ist das erschienen. Das gibt es immer noch auf dem Markt, erstaunlicherweise so eine Art echter Longseller. Und das war der Anfang meiner Speaker-Karriere. 2007, ganz genau, Andreas. Wir haben das Buch bei uns in der Bibliothek und wir haben es nochmal am Freitag im Team auch besprochen. Jetzt gibt es, ist ja nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, lieber Christian, gibt es ja wenige Menschen aus dem Fernsehen, die mich zum Beispiel extrem beeindrucken. Eine ist Anke Engelke. Vielleicht darf ich das kurz sagen, denn sie ist als Moderatorin in der Lage, sich selbst anzumoderieren, um dann anschließend
Also sie macht eine Moderation ihrer selbst und ist dann in der Performance. Das, was sie dort macht, ist etwas für diejenigen, die zuschauen, zuhören, was der Christian Galvis als, wie ich finde, einziger in der Branche auch kann. Er ist ein Top-Redner und er ist ein hervorragender Moderator. Denn du hast, das habe ich gesehen, und das scheint ja auch eine Auszeichnung zu sein, wir kommen direkt mal dazu, Barack Obama moderiert. Lass uns damit mal anfangen. Das ist ja wahrscheinlich ein Call, der nicht jeden Tag kommt. Hi Christian, Barack. Absolut. Wie ist das gewesen? Der Veranstalter rief mich damals an, als es darum ging, kurz nachdem sie den Barack Obama engagiert hatten für die Lanxess Arena, und man fragte mich, ob ich das World Global Summit moderieren wollen würde, außer das Interview mit Barack Obama. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich total gerne. Also diese Hauptveranstaltung, Redner an- und abmoderieren. Und irgendwie über diesen Prozess, auch über den Kontakt mit dem Obama-Büro, entstand dann der Wunsch, dass ich auch Obama interviewen sollte. Und da war ich natürlich sehr, sehr froh drüber. Ich habe schon sehr früh angefangen, über Obama zu schreiben. Ich habe viele seiner Reden analysiert. 2008 bis 2012 konnte man kaum in einen C-Level-Talk gehen, ohne dass der C-Level oder die C-Level gesagt hat, ich möchte gerne so reden wie Barack Obama. Das war ein Riesenhype damals, dass viele Top-Executives gerne die Rhetorik von Obama sich aneignen wollten. Und insofern war ich von Auftritt, Wirkung sehr begeistert und habe mich da mit großer Leidenschaft reingestürzt. Und die haben dich dann gefragt, und wie geht so eine Vorbereitung? Musst du dann wahrscheinlich überlegen, wenn die Fragen abgestimmt, ist das ein Stück Gespräch, das sich auch entwickelt? Ja. Vielleicht hilfst du uns mal, das zu erfahren, was du jetzt teilen kannst dazu. Absolut. Thema war ja Leadership, und so war die große Frage, wie gehen wir da inhaltlich ran? Ich habe so ein kleines Team, mit dem ich dann bei solchen herausfordernden Moderationen arbeite. Und wir haben im Grunde genommen eine Dramaturgie entwickelt, was wäre eine gute Storyline, um auch 60 Minuten lang eine Audience, es waren ja 14.000 Menschen in der Halle, um die auch zu halten. Das ist erstmal gar nicht so einfach, da eine Dynamik reinzubekommen. Nachdem die Struktur klar war, gab es einen Call mit dem Obama-Büro, witzigerweise genau am 1. April. Also in meinem Kalender stand drin, Call Obama Office, 1. April. Ich habe selber gedacht, das ist ein April-Scherz, aber es war es nicht. Da spricht man dann sehr, sehr lange darüber, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Es gibt so bestimmte Regeln, das heißt, ein ehemaliger Präsident spricht nicht über den aktuellen Präsidenten. Ja. Und war das während der Zeit, als Donald Trump im Amt war? Und da musste man sich genau überlegen, in welche Richtung geht man. Es gab ein paar No-Gos von Obama-Seite. Und trotz alledem weiß man, wenn man in Deutschland ist und die gesammelte Presse im Auditorium sitzt, da saß Spiegel, da saß FAZ, da saß die Süddeutsche, dass man doch das ein oder andere Thema, wie beispielsweise Drohne, wie beispielsweise Trump, ansprechen möchte. Und so war meine Hoffnung, dass wir diese Reise gehen können. Vorbereitet habe ich mich mit einem amerikanischen Kollegen. Ich bin international sehr vernetzt, du hast es eben schon mal gesagt. Der ist eine Woche lang in den Obama reingesprungen, weil wir überlegt haben, was passiert bei kurzen Antworten, was passiert bei langen Antworten, was passiert, wenn er Antworten vorwegnimmt zu Fragen, die ich noch gar nicht gestellt habe. Wie schafft man es also wirklich, 60 Minuten 1:1 einen lebendigen, guten Talk auf die Beine zu stellen? Und das hat am Ende des Tages, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja, es hat sehr gut funktioniert. Ich war selber nicht dabei, aber ich habe extrem viel Positives gehört und natürlich gelesen. Mich hat das deswegen interessiert, und vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf, weil du mich vor einigen Jahren mal, du warst Gastredner bei uns am Trainertag, auf das Thema Heldenreise gebracht hast. Und wir haben uns dann später unterhalten. Da gibt es bei dir, das habe ich gesehen, so eine Art 4K-Modell. Wir spoilern das mal. Und für die Zuschauer, Zuhörer, es lohnt sich schon mal, Notizen vorzubereiten. Denn was der Christian zu teilen hat, ist sensationell. Lass uns mal bei dir persönlich einen Moment bleiben. Was wir nach vorne sehen, sieht alles super aus. Das strahlt. Na? Du bist nicht nur ein attraktiver Typ, sondern du hast einen Riesenerfolg. Wenn ich dich jetzt mal frage, Erfolg, wie definierst du das eigentlich? Ist das eine Frage des Geldes für dich, oder ist das, du liest dann in der FAZ zum Beispiel, dass die Moderation des Obama-Talks sehr gut gewesen ist? Wie würdest du den Begriff Erfolg für dich übersetzen?
Naja, wenn wir mal in diese klassische Erfolgstrainer-Denke eintauchen, dann wird Erfolg ja immer als das Erreichen von Zielen definiert. Und die Frage, die sich für mich stellt, und das ist auch was, was sich aus der Auseinandersetzung mit der Heldenreise ergeben hat, was sind eigentlich richtig gute Ziele? Früher hat man immer gesagt, es müssen smarte Ziele sein, also spezifisch, messbar, aktivierend, realistisch, terminiert. Ich bin da unterdessen ein bisschen weiter und sage, nein, Menschen suchen nicht nach Zielerreichung, Menschen suchen nach einem erfüllten Leben. Und dieses erfüllte Leben, das lässt sich direkt aus der Heldenreise ableiten. Denn wenn wir uns große Filme anschauen, Filme, die uns unter die Haut gehen, die für Resonanz sorgen, dann sind es am Ende des Tages nicht Ziele, die erreicht worden sind, sondern Fülle im Leben, die erreicht worden ist. Und da gibt es vier Säulen, das ist Körper, Geist, Herz und Seele. C.G. Jung hat das in den Raum geworfen. Joseph Campbell, der Vater der Heldenreise, hat es aufgegriffen. Und wenn wir uns Filme anschauen, dann ist am Anfang eines Films... Ja, nochmal, entschuldige, wie waren die vier Punkte? Körper, Geist? Herz und Seele. Körper, Geist, Herz und Seele. Früher hat man übrigens Menschen gevierteilt, um ihnen die Ganzheit zu nehmen. Und Ganzheit besteht aus Körper, Geist, Herz und Seele. Spannender Funfact, wenn du mal in der Filmdatenbank die Zahl 4 und Titel eingibst, tauchen über 1000 Filme auf, die Zahl 4 im Titel haben. Wenn du die Zahl 3 eingibst, deutlich weniger. Lassie hält auf 3 Pfoten, macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Also die Zahl 4 steht für Ganzheit. Und wenn wir uns Filme anschauen, also Erfolgsgeschichten anschauen, die Blockbuster Hollywoods, dann ist am Anfang immer eine Säule angeschlagen. Entweder Körper, entweder Geist, entweder Herz oder Seele. C.G. Jung würde sagen, das ist eine inferiore Säule. Ich gebe dir mal ein Beispiel, damit das ein bisschen praktischer wird. Die meisten, die jetzt auch zuhören, haben wahrscheinlich ziemlich beste Freunde gesehen, ziemlich beste Freunde. Ja. Da sitzt dieser extrem intelligente Mensch in einem Rollstuhl, hatte einen schweren Unfall. Also die Körpersäule ist angeschlagen, die ist inferior, damit auch Herz und Seele angeschlagen. Das Einzige, was bei ihm superior ist, stark ausgeprägt, ist das Mindset. Geistig ist der Mann total fit. Und am Ende des Films sind Körper, Geist, Herz und Seele wieder in Fülle. Er ist in Bewegung, er ist wieder in Beziehung, er ist wieder beseelt von seinem Leben. Mhm. Und immer dann, wenn am Anfang der Körper angeschlagen ist, also die Energie, die Lebenskraft, die Gesundheit, dann ist es der Körper. Wenn es um den Geist geht, also der Protagonist oder die Protagonistin einen bestimmten Mindset hat, nicht an sich selber glaubt, nicht an den Erfolg glaubt, dann ist es der Geist. Übrigens Rocky mal als Beispiel, da war es der Geist. Er hat nicht an sich selbst geglaubt. Dann haben wir Herz, wann immer es um Freundschaft, Miteinander, Team geht. Dann ist es die Herzenssäule, die am Anfang angeschlagen ist, wo Menschen zusammenwachsen müssen oder Liebe neu entdeckt wird. Und Seele, wann immer es darum geht, dass der Protagonist am Anfang seines Films nicht beseelt ist von dem, was er tut. Mein Lieblingsbeispiel, die meisten werden diesen Film kennen, die jetzt gerade zuhören. Es ist Club der Toten Dichter, John Keating, gespielt von Robin Williams. Da sind die Jungs nicht beseelt und Robin Williams sorgt dafür in dieser Rolle des John Keatings, dass sie am Ende des Tages alle auf dem Tisch stehen und wieder ihr eigenes, ihr Beseeltes gefunden haben. Körper, Geist, Herz und Seele. Also Erfolg ohne Erfüllung ist kein Erfolg. Menschen streben nach Erfüllung im Leben und Erfüllung findet sich nicht im Materiellen, sondern in körperlicher Lebendigkeit, in einem guten, selbstbewussten Mindset, in guten Beziehungen zu sich selbst, zu anderen und in dem großen Warum, in dem Beseeltsein bei dem, was man jeden Tag macht. Stark. Sehr stark, vielen Dank. Lass uns direkt mal da nochmal einsteigen und einen Blick in die neue Generation Y werfen. Also klingt erstmal sehr technisch, was ich jetzt sage. Nur mein Eindruck ist, bei der Generation, das sind ja die, die ab 80 bis 2000 geboren sind, grob, da haben wir dieses Thema Life-Work-Balance, wir haben das Thema Sinn schlägt Status, wir haben Glück schlägt Geld, wir haben vielleicht so etwas wie Erfüllung auch. Ist das was, was du bestätigen kannst, dass die jüngere Generation sich mit den Themen erfüllt sein, statt nur Ziele zu erreichen, wie du es nennst, eher committed, als dass es einfach um Geld ginge? Kannst du sagen, ja, im Umgang vielleicht auch in deinen Kunden, Coaches, spielt das eine Rolle? Absolut, hundertprozentig. Und ich greife nochmal diese vier Säulen Körper, Geist, Herz und Seele auf. Wenn wir uns die erfolgreichen Unternehmen unserer Zeit anschauen, die GAFAs, Google, Apple, Facebook, Amazon oder auch die anderen Startups, die durch die Decke fliegen, dann sind das Unternehmen, die sehr wohl darauf achten, dass Körper, Geist, Herz und Seele gefüllt sind.
Du kannst ja Körper messen durch KPIs, Krankenfehltage etc. pp. Ja. Du kannst Geist, lebenslanges Lernen spüren. Du kannst Herz, wie ist die Beziehung miteinander in der Organisation oder wie beseelt die Menschen sind. Wenn du dir Google anschaust, da gibt es jeden Freitag eine Rede an die Google-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da geht es nicht darum, welche KPIs, welche Erfolge erreicht worden sind, sondern warum Google die Welt zu einem besseren Ort macht. Das ist nichts anderes als eine Seelendusche. Und wenn wir uns heute moderne Organisationen anschauen, auch modernen Leadership, Menschen mögen Menschen, Menschen mögen Leader, die in Sachen Körper mit einer guten Energie reinkommen. Das ist der Grund, weshalb Tim Höttges jeden Morgen laufen geht, egal wo er ist, CEO von der Deutschen Telekom. Also dieses energetische, der bräsige Vorstand der 80er Jahre, den gibt es nicht mehr. Die müssen heute laufen, die müssen heute Marathon machen, die müssen heute energetisch da sein. Das Thema Geist, permanentes Lernen. Wer es heute nicht schafft, mit 50 sich noch an agile Arbeitsmethoden zu gewöhnen oder neue Führungsstilelemente zu implementieren, der ist draußen. Das Thema Herz. Du-Kultur, das zeigt sich auch in der Art und Weise, wie wir wirklich miteinander verbunden sind, wie auf Augenhöhe miteinander kommuniziert wird, wie Hierarchien fallen. Und das Thema Beseelte, kein Mensch wünscht sich eine Führungskraft, die nur Zielerreichung will, sondern das große Thema Purpose steht über allem drüber. Was tust du selbst für dich, um ein erfülltes Leben zu leben? Christian, wenn wir bei dir sind, Erfolg-Definition ist klar. Ja, also wir sind ja in so einer wahnsinnig getriebenen Zeit unterwegs und ich versuche, mich regelmäßig rauszunehmen. Ich sage immer, Gedanken verloren heißt oftmals Gedanken gewonnen. Ich gehe in Klausur im wahrsten Sinne des Wortes, mache mein Handy aus und fühle mal rein, wie ich selber aufgestellt bin in Sachen Körper, Geist, Herz und Seele. Ob ich genau mit den Menschen unterwegs bin, mit denen ich zusammen sein möchte. Ob ich wirklich mein großes Warum habe. Ob ich noch brenne für das, was ich jeden Tag tue. Ob ich mich selber entwickeln darf oder nicht. Und wenn ich da Defizite spüre, versuche ich eine Entscheidung zu treffen, die auch tatsächlich durchzuziehen, sodass es eine echte Entscheidung wird und gehe dann meinen Weg. Ich komme jetzt gerade zum Beispiel aus Malta. Ich habe bei meiner letzten Klausurtagung festgestellt, dass mein Englisch ein bisschen rusty geworden ist. Ich mache viele englische Trainings, auch Vorträge und fühle mich nie so richtig wohl. Und dann habe ich gemerkt, in Sachen Geist, hier darf ich noch mal ein bisschen nachlegen, um selber auch für mich mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu haben. Habe jetzt eine Woche lang jeden Tag 8 Stunden mit einem Privatlehrer gearbeitet, sogar mit 4 Stunden vormittags, 4 Stunden nachmittags, um einfach wieder reinzukommen. Übrigens 2 Lehrer, weil ich mir gedacht habe, einer hält mich 8 Stunden nicht auf, weil ich sehr intensiv bin. Ja, vielleicht ist es ja auch für dich besser. 2x4 ist dann leichter zu ertragen als 1x8. Ja, ich hab der Schule vorher geschrieben, habe gesagt, ich bin jemand, der 8 Stunden die Konzentration oben halten kann. Bitte sorgt dafür, dass ich einen habe, der das auch 8 Stunden kann oder gibt mir direkt 2. Haben sie mir direkt 2 gegeben, war ein super Investment. Und ja, und das sind so Dinge, auf die ich versuche, in meinem Leben zu achten. Vielen Dank. Wir kommen gleich auf die Rückseite. Umgang mit Niederlagen und Frust gibt es ja möglicherweise auch. Ich glaube, das eine ist ja was durch das andere. Das Leben ist bipolar oder komplementär gebunden, wie wir sagen. Erfolg ist nur Erfolg, weil es Rückschläge auf der anderen Seite gibt. Bevor wir das anschauen, Frage an dich. Wenn ich jetzt mehr wissen will über dich, mich informieren will, klar, Google, Webseite, Wikipedia. Was sind die Themen, mit denen du dich aktuell beschäftigst? Ich meine mal gesehen zu haben, du hast auch eine Masterclass oder machst ein Training im Theater. Also mich gibt's überhaupt nicht in den sozialen Medien. Also mich gibt's nicht auf Facebook, mich gibt's nicht auf Instagram, weil ich wirklich nur B2B unterwegs bin und da nur im Top-Executive-Level unterwegs. Es gibt ein Training, das ist ein Herzenstraining von mir, etwas, was mich sehr beseelt, das ist 7-Minutes-Methode. Denn ich halte nichts davon, Wissen anzueignen, sondern mir geht es in meinen Trainings, in meinen Coachings immer um Anverwandlung. Und deshalb gehen wir mit einer kleinen Gruppe von 10 Personen 2 Tage in ein Theater. Wir tatsächlich zusammen mit meiner Frau, sie ist Schauspielerin, Theaterpädagogin, wir tauchen 1-2 Tage sehr intensiv. Es gibt eine Vorbereitungs-Online-Phase, wo die Teilnehmenden sich auf einen Vortrag vorbereiten. Das sind sehr, sehr intensive Tage und das ist das einzige offene Training, was ich anbiete. Und hauptsächlich deshalb, weil es ein Projekt ist, was ich mit meiner Frau zusammen machen darf. Ich meine, ich hätte mal einen Trailer dazu gesehen. Sehr beeindruckend und sehr gut. Kleiner Pitch für die Zuschauer, Zuhörer. Wer wirklich gute Inhalte will und Substanz will, der mag sich bei Christian Galvis mal umschauen, wenn es um die Themen
Redner sein, Moderator sein oder auch Coach sein geht. Es gibt ganz wenige Menschen weltweit, in Deutschland keine Handvoll, die Coaching, Moderatorenfähigkeit und Redner zusammenbringen. Christian kann das nach meinem Dafürhalten, das sagen auch unsere Kunden, denn die kenne ich zu einem Teil ja auch. Lass uns mal die Rückseite uns anschauen. Erfolg haben wir gehört, Definition habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Wir fassen das später noch zusammen. Gibt es Situationen für dich, wo du mal vor der Wand gestanden hast und nicht rechnen konntest? Mit anderen Worten, Verzweiflung pur, Misserfolg, wie geht's weiter und wie bist du da rausgekommen? Absolut, absolut. Ich stürze mich hier selber ganz gerne in das Abenteuerleben und nach meinem Studium habe ich gedacht, ich gehe jetzt nochmal nach Los Angeles, mache da Regie- und Produktionskurse und hatte mich vorher für eine Schauspielschule beworben, Lee Strasberg, das ist eine sehr renommierte Schauspielschule in Los Angeles und dort wurde ich angenommen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon eine Kindersendung moderiert gehabt, ich war viel im Corporate-Bereich unterwegs und dachte, naja, jetzt komme ich auf die Schauspielschule und bin da der Gott. Was wollen die mir eigentlich noch beibringen? Ich war damals, glaube ich, 24. Läuft. Läuft, habe ich gedacht. Hatte auch als abgebrannter Schauspieler natürlich eine eigene Wohnung in Los Angeles, weil ich damals schon ganz gut verdient hatte durch die Sachen, die ich machen durfte. Also mir ging es da sehr gut und genau mit dieser Haltung bin ich da reingegangen und habe dann sehr schnell eine Riesenklatsche bekommen, weil ich mich hinter meiner Technik versteckt habe. Und das ist was, was ich damals noch nicht verstanden hatte. Ein Lehrer sagte damals zu mir, fuck being polite, weil ich dieser totale Strahlemann war. Ich kam aus der Zauberei, ich habe immer gut für gute Laune gesorgt. Ich habe viele Dinge gemacht, die technisch sehr ausgereift waren. Was aber nicht der Fall war, dass man meine eigene Persönlichkeit gesehen hat. Kevin Spacey, ich weiß gar nicht, ob man von dem noch reden darf, der hat mal gesagt, ja. All the audience want is that you open up your chest, show them you have a heart, reiß deine Brust auf, zeig ihnen, dass du ein Herz hast. Und ich erlebe heute in der Speakerbranche, ich erlebe heute in der Rednerbranche, aber auch in Unternehmen, Vorstände, Geschäftsführer, Rednerinnen und Redner, die technisch sehr, sehr sauber sind, die genau wissen, wie Storytelling funktioniert oder gute Reden geschrieben bekommen haben. Die wissen, wann man sich auf eine Bühnenkante setzt. Die wissen, wann man mit dem Ton spielt, um das Publikum noch näher ranzuziehen. Und trotzdem sorgt es nicht für Resonanz. Sie verstecken sich hinter Technik, sie verstecken sich hinter PowerPoint und der Faktor Persönlichkeit fehlt. Und damals habe ich gedacht, ich hätte Persönlichkeit, aber ich hatte keine Persönlichkeit. Und das durfte ich lernen, das durfte ich sehr schmerzhaft erfahren. Das hat mich viele schlaflose Nächte gekostet. Und irgendwann war dann aber Gott sei Dank der Knoten geplatzt. Und das ist das, was ich heute anderen Menschen versuche zu vermitteln. Ich arbeite ja sehr intensiv mit Top-Executives, mit C-Levels zusammen. Ich bin in vielen Top-Executive-Ausbildungen von großen Konzernen drin, rund um das Thema Kommunikation, Rhetorik. Weil gerade jetzt in den Zeiten Digitalisierung der Faktor Persönlichkeit immer wichtiger wird. Ich sage immer gerne, je digitaler wir werden, umso wichtiger wird der Faktor Mensch. Also sind es die Brüche, die uns auch zu einer Persönlichkeit werden lassen? Ist es das, was ich so raushöre zwischen den Zeilen? Sind es die Niederlagen? Ist es der Frust, der uns dann aufstehen und zu einer Persönlichkeit werden lässt? Es ist der echte Moment. Ich nenne das gerne mal Kongruenz. Es ist nicht die Technik, es ist der echte Moment. Es ist dann der Moment, wenn die Masken fallen. Das Wort Persönlichkeit kommt ja aus dem Lateinischen Personare. Früher hatten die Schauspieler Masken auf und das, was da Personare durchtönt, nennen wir heute Persönlichkeit. Und hinter diesen Masken, die heute ja sehr schön sind, über die sozialen Medien, über die Techniken, über all das, was wir auf Logos und Pathos-Seite lernen können, tönt manchmal etwas durch, was nicht so ganz stimmig wirkt. Und wir Menschen haben gute Antennen dafür, ob das, was gerade da gesagt wird, echt ist oder nicht echt ist. Und dieses Echte zu entdecken, diesen echten Moment zu entdecken und das mit der Rolle zu verbinden, sodass es dieses Kraftvolle hat, wie beispielsweise bei einem Barack Obama, den du eben angesprochen hast, der schafft durch das gesprochene Wort viele tausend Menschen zu begeistern. Das ist eine ganz, ganz hohe Kunst. Ich sage immer, der Weg von schlecht zu gut ist wie vom Boden bis zum Teppich, aber von gut bis herausragend ist vom Teppich bis zur Decke. Also da ist eine Menge Luft drin und diesen großen Weg zu gehen, das ist der Hebel, der am Ende des Tages wirklich den Unterschied ausmacht. Also echt im Sinne von berechenbar, echt im Sinne von erkennbar, ist das auch eine Frage von ich bin mutig und zeig mich? Wahrscheinlich, oder? Absolut, absolut. Das Thema Mut,
Offenheit, sich wirklich zu zeigen im angemessenen Rahmen. Das ist die Kunst, das ist das Spiel. Und ich hatte letzte Woche ein C-Level, der eine Rede geschrieben bekommen hat für Österreich. Und in dieser Rede ging es um das Thema Mozart. Also der Redenschreiber hatte Mozart mit eingebaut, weil er dachte, das würde dahin passen. Jetzt hat aber dieser Vorstand überhaupt nichts mit dem Thema Mozart zu tun. Der hört keine Klassik, der hört ganz andere Musik. Und natürlich ist das nicht echt. Aber die Botschaften, die hinter der Mozart-Story waren, passten in seinen anderen Kontext, denn er ist begeisterter Läufer. Und alles, was wir gemacht haben, ist einfach die Metapher rauszunehmen in die Welt des Läufers hinein. Cool. Und plötzlich war das der echte Moment, weil er, ich sage immer, alles, was dich als Redner berührt, berührt auch die Menschen davor. Und die meisten Redner sind von dem, was sie selber sagen, nicht berührt, weil sie technisch an das Thema rangehen. Und das ist ein großer Unterschied. Ja, da steckt sehr viel drin. Und jetzt, wo du sagst, fällt mir ein, Christian, dass du mal, vielleicht weißt du es noch, vor einigen Jahren bei uns im Trainertag einen Vortrag gehalten hast und gesprochen hast über die Heldenreise. Ich kannte den Begriff gar nicht, Heldenreise. Das spielt, glaube ich, in deinem Tagesgeschäft eine Rolle. Echt sein heißt also auch, mich auf diese Reise zu begeben und die Höhen und Tiefen zu erleben. Magst du mal erklären, was die Heldenreise aus deiner Sicht ist und auch, was sie mit dir selbst zu tun hat? Genau, Heldenreise geht zurück auf Joseph Campbell. 1949 hat er ein Buch veröffentlicht, The Hero with a Thousand Faces, der Hero in tausend Gestalten. Übrigens, wenn man das googelt auf Amazon.com, der amerikanischen Plattform, sieht man, dass es in ganz vielen verschiedenen Kategorien immer noch ganz weit oben ist. Und Campbell hat festgestellt, dass Heldengeschichten oder Heldinnengeschichten Transformationsgeschichten sind. Sie handeln immer von Veränderung. Und er vergleicht diese Transformation mit einer Reise. Und diese Reise hat etwas mit der gewohnten Welt zu tun. Dann hören wir den Ruf, wir folgen diesem Ruf der Veränderung. Wir kommen an eine Schwelle, das ist so der Moment, an dem wir überlegen, sollen wir zurückgehen oder tauchen wir wirklich in das Land der Prüfung ein? Und dann taucht man in das Land der Prüfung ein, da ist alles neu. Und am Ende des Tages gibt es dann den Heldenmoment. Der Held kehrt zurück in seine gewohnte Welt, macht den Ort zu einem besseren Ort. Und wenn man sich diese Schritte anschaut, dann sehen wir, dass ganz vieles tatsächlich eine Heldinnen- und Heldenreise ist. Beispielsweise dieser Podcast. Also wer immer jetzt noch dabei ist und zuhört, der hat den Ruf gehört, Mensch, da höre ich mal rein. Und er hat sich in dieses Abenteuer gestürzt und der hat vielleicht den einen oder anderen Heldinnen- und Heldenmoment und kehrt mit dieser Erkenntnis zurück in seine gewohnte Welt und macht diesen Ort zu einem besseren Ort. Also diese Metapher hinter der Heldenreise ist erstmal eine sehr, sehr starke. Auf der Oberfläche werden unterschiedliche Geschichten erzählt. Das Spannende ist aber aus psychologischer Sicht, dass die Tiefenstruktur immer die gleiche ist. Es geht um Motivation, es geht um Aufbruch, es geht um Teambildung, es geht um Mentoring. Es geht um so tausend Dinge, die am Ende des Tages Erfolg und Erfüllung ausmachen. Und das sind die spannenden Fragen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe über 100 qualitative Interviews geführt mit Menschen, die herausragende Geschichten hatten, Olympiasieger, Sportler, Menschen, die aus ihrer Welt ausgebrochen sind und jetzt erfolgreich andere Dinge tun. Und ich habe sie interviewt und überlegt, welche Muster stecken dahinter, was kann ich daraus lernen und was kann ich anderen Menschen mitgeben, die in großen Transformationsprozessen sind. Und diese Metapher ermöglicht uns, eine Perspektive einzunehmen auf das, in dem wir gerade sind und den nächsten Schritt zu gehen. Das ist ja auch ein Stück, Menschen lieben den Prozess. Also wenn ich das bei mir sehe, Perfektion schafft Aggression, was perfekt ist, wird bezweifelt. Und dieses Erleben heißt Hoch und Tief, heißt Sieg und Niederlage, heißt Heldenreise. Ist das was, was Menschen es ermöglicht, auf diese Reise mitzugehen? Absolut. Absolut, wenn ich verstanden, es gibt Menschen, die sind unheimlich gut drin, den Ruf zu hören. Die sagen, ja, wir müssten, wir können, wir sollten uns mal verändern, aber dann nicht aus dem Quark kommen. Sobald sie an die Schwelle kommen, wissen sie nicht, wie es weitergeht. Ja. Dann gibt es Menschen, die tauchen in das Land der Prüfung und kennen aber nicht die Gesetzmäßigkeiten, die in so neuen Ländern wichtig sind. Da gibt es einfach bestimmte Prinzipien, die tauchen in jeder Heldinnen- und Heldengeschichte auf. Wenn ich die kenne, kann ich doch durch meine eigene Heldinnen- und Heldenreise sehr viel besser kommen. Dann gibt
es die, die kommen durch, verstehen aber nicht, wie sie den Heldinnen- und Heldenmoment richtig verinnerlichen, sodass sie sich in neue Abenteuer stürzen können. Denn das ist ja der Punkt. Dieser Kreislauf der Heldenreise dreht sich ja weiter. Das ist ja der Grund, weshalb es Harry Potter 1, 2 und 3, Indiana Jones 1, 2 und 3 geht. Und dieser Kreislauf der Transformation, der Veränderung, der dreht sich ja gerade jetzt besonders schnell und wird sich noch sehr viel schneller drehen. Oder du hast eben James Bond und ein bisschen Pause, 4 Jahre, ne, bis James Bond wieder auftaucht und sie wieder auf die Heldenreise begibt. Lieber Christian, ich hatte eingangs gesagt, vielleicht können wir das auf die Weise gut zusammenfassen, dann auch zum Schluss kommen. Bei dir gibt es dieses 4K-Modell. Ich glaube, eins ist Kongruenz. Du kannst sie sicher noch mal gut sagen, eben für diejenigen, die das notieren wollen. Also was kann ich tun, um da an der Stelle auch in Präsentationen noch dichter bei mir zu sein? Denn was ich mitgenommen habe, bin ich berührt, sind es auch die Zuschauer? Bin ich gut drauf, sind es die Zuschauer? Bin ich angeschränkt, sind es meine Zuhörer? Weil sich auch von der Bühne immer überträgt, was ich als derjenige, der auf der Bühne steht, mitbringe. Dieses 4K-Thema, was für dich steht. Genau. Aus all dem, was ich in Los Angeles, in Hollywood lernen durfte, aus der Psychologie mitbringen durfte, hat sich über die Zeit ein ganz einfaches Modell entwickelt. Und übrigens jeder, der jetzt in einer Rolle unterwegs ist, kann mal für sich selber prüfen, wie er da mit seinen eigenen 4K unterwegs ist. Das erste K steht für Klarheit. Klarheit in der Rolle und Klarheit in der Kommunikation. Klarheit in der Rolle heißt, James Bond, hast du gerade eben gesagt, will die Welt retten. E.T. will nach Hause. Die kleine Ratte aus Ratatouille will der beste Koch der Welt werden. Barack Obama will den Wandel. Donald Trump will Make America Great Again. Also was will ich eigentlich in dieser Rolle, in der ich bin? Man nennt das auch Overall Objective, die Überaufgabe, das Rückgrat einer Figur. Also dieser Wille einer Figur, was treibt mich an? Klarheit in der Kommunikation. Schaffe ich das in aller Klarheit auf den Punkt zu bringen? Online wie offline in Präsenz. Das ist das erste K. Das zweite K bedeutet Kompetenz, Fähigkeiten, Fertigkeiten. Ja. Fähigkeiten, Fertigkeiten, fachlich gesehen, aber natürlich auch jetzt in diesen Zeiten in Sachen Rhetorik. Schaffe ich es, meine Botschaften rhetorisch gut auf den Punkt zu bringen? Online wie offline. Da sind ja andere Spielregeln für digitale Kommunikation. Wie erreiche ich es, durch diese Kamera zu kommen, mit anderen Menschen in Kommunikation zu treten? Also Kompetenz. Dritte K hast du schon angesprochen, das Thema Kongruenz. Da geht es um das Thema Authentizität, Echtheit, der echte Moment. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich durfte mal analysieren, Peer Steinbrück, Angela Merkel damals im Wahlkampf. Und bei jedem Plakat von Peer Steinbrück stand damals unter dem Plakat, dass wir entscheidet. Und da gab es dieses Kanzlerduell zwischen Angela Merkel und Peer Steinbrück. Und Peer Steinbrück hat 80 Mal das Wörtchen wir verwendet und über 200 Mal das Wörtchen ich, während Angela Merkel über 200 Mal das Wörtchen ich verwendet hat. Also wenn da drauf steht, dass wir entscheidet, dann muss ich auch wir im aktiven Wortschatz haben. Und Menschen machen keine Strichliste, aber Menschen spüren, ob das, was draußen dran steht, durch das gesprochene Wort, durch das Verhalten, durch die Art und Weise, wie wir auftreten, kongruent ist. Also Kongruenz. Da schauen wir hin und das Thema Konsistenz. Ich greife nochmal Barack Obama auf. Zum Thema Wandel. Barack Obama sagt, ich will den Wandel. Das hat er in der Wahrnehmung seiner Wähler sehr kompetent gemacht, sehr kongruent, sehr glaubwürdig, aber vor allen Dingen auch sehr konsistent. Als Sozialarbeiter auf den Straßen Chicagos wollte er damals den Wandel. Dann hat er festgestellt, wenn er den Wandel wirklich auf einer größeren Ebene vollziehen möchte, dann muss er nochmal studieren. Dann hat er Jura studiert. In Harvard war der erste African-American, der Chief Editor war von dem Magazin. Also hat auch da den Wandel vorangetrieben, dann später in der Politik den Wandel vorangetrieben, als Präsident den Wandel vorangetrieben, jetzt in seiner Foundation. Also das Thema Wandel zieht sich konsistent durch. Und das ist was, was in Zeiten, die auch so voller Veränderung sind, manchmal schwer einzuhalten ist, gerade für Führungskräfte, gerade für Vorstände, dieser konsistente Auftritt, dass ich das, was ich heute sage, morgen noch tue. Und da rutschen viele in die Konsistenzfalle hinein und da bröckelt sofort die Persönlichkeit und Wirkung. Klarheit, Kompetenz, Kongruenz. Kongruenz und Konsistenz. Ich wollte es gerade sagen, ich hatte es mir hier notiert, das bitte sind die 4Ks und ich finde es bei Christian Galvis auf der Webseite oder sehe mehr über ihn und über Christian, über dich, wenn ich bei Wikipedia mal etwas mich aufschlauen will. Vielen Dank für dieses fantastische Gespräch, was mir
nicht nur persönlich gut gefällt, weil, das darf ich, denke ich, sagen, wir uns gut und lange kennen, jedenfalls geht es mir so, sondern weil das inhaltlich sehr fundiert ist. Und Substanz ist ein Thema, was in der heutigen Zeit für mich alternativlos ist. Es gibt viel dramatisch Unterkomplexes da draußen. Und hier haben wir heute das genaue Gegenteil. Lass mich zum Schluss zwei Fragen in einer stellen. Und ich bin mal gespannt, wie die Antwort aussehen kann. Was gibt es, Dinge, lieber Christian, die du dir verabschiedest, wo du sagst, das habe ich jetzt das letzte Mal gemacht, aber das lasse ich los? Und gibt es stattdessen Dinge, wo du sagst, das mache ich nochmal, damit beschäftige ich mich, und was könnte das sein? Das Thema habe ich eben schon mal angesprochen, das Thema international. Ich habe, wenn ich Anfragen bekomme für englischsprachige Vorträge, für englischsprachige Trainings, sage ich gerne mal, nee, da steht schon was in meinem Kalender, weil ich mir den Stress nicht antun möchte. Das war der Grund, weshalb ich jetzt nochmal nach Malta gegangen bin und mich da intensiv mit der englischen Sprache auseinandergesetzt habe. Und genau das ist das, was ich zukünftig machen werde, noch internationaler arbeiten. Die Welt wird immer internationaler. Das heißt, wenn ich angerufen werde und jemand fragt, hast du eine Lust für eine Fluggesellschaft ein Training in Tirana zu machen, dann sage ich, ja. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und dann stürze ich mich in das Abenteuer Entwicklung, wie sagt unser lieber Kollege Dieter Lange so sehr schön. Glück ist eine Überwindungsprämie, und auf der Suche nach dem Glück möchte ich sehr gerne mich in weitere Abenteuer im Leben stürzen. Also abwägen, was du tust, und dir zu überlegen, wo kann ich auch für mich selbst sinnvoll und möglicherweise auch gemäß meiner eigenen 4Ks mich zeigen, um dann am Ende auch den Schritt zu machen, ein erfülltes Leben zu führen. Vielen Dank, lieber Christian Galvis. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist. Noch bist du ja da. Und sage einen lieben Grüß von Düsseldorf nach Köln. Und du hast traditionsgemäß, das ist bei uns so üblich, spontan den letzten Satz an unsere Zuschauer, Zuhörer. Ich bin gespannt, was du sagen wirst. Ich danke dir erstmal, lieber Andreas, dass ich mit dabei sein durfte, denn wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren, und du hast eben von Substanz gesprochen. Du warst immer jemand, der 3-4 Schritte voraus war in vielerlei Hinsicht, und ich habe ganz viel von dir lernen dürfen. Die Rolle des Mentors ist etwas, was in der Heldenreise vorkommt, und das hast du immer sehr erfüllt. Deshalb danke, dass ich heute mit dabei sein durfte. Großes Dankeschön an alle, die zugehört haben. Stürzt euch ins Abenteuer, denn Glück ist nicht nur eine Überwindungsprämie, sondern durch die Art und Weise, wie du geworden bist, durch die Abenteuer, die du gemacht hast, inspirierst du andere, selber ins Abenteuer zu stürzen. Und das ist eine tiefe Form des Glücks. Und das wünsche ich jedem, der jetzt zuhört. Stürzt euch rein. Möge die Macht mit euch sein. Yoda. Da kann nicht mehr viel kommen, außer dass du, wenn du jetzt begeistert bist, uns ein Like gibst. Du weißt schon, ja? Dieses Interview muss in die Welt. Und ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Liebe Grüße in alle Richtungen. Andreas Buhr, Düsseldorf. Tschüss und bis bald.